9 nach 2 Minuten ungefähr. Hi! Hallo alle. Dark Souls 3, hallo. B-Man, Präfekt. Am Start? Am Start, los geht's. So, haben wir noch irgendwas machen wollen? Nee, okay. Ich hab den Flask noch, ich hab den Drache ja weg. Ja? Der genau, Drache ist jetzt weg. Ich glaube, wir hatten nicht so richtig mehr was vor. Das erste war schon gut. Jetzt kommt das Farbschema. Farbschema meldet sich wieder. Das Windows-Farbschema, es ändert sich. So. Wo gehen wir hin? Trouble. Nope. Nope. Ja. Da. Halfway Fortress. Da gehen wir hin. Wie weit seid ihr da jetzt? Im Wald. Richtig, im Wald. Im Wald bin ich mit 9500 Seelen gestorben und du auf dem Weg dann wieder. Genau. Das war nicht meine beste Leistung. Nö, aber es ist ja okay. Gut, es ist immer schwer zu sagen, wie weit man ist, ne? Das wissen wir noch nicht. Ah, probier's gerade die Schläge aus. Mhm. Klar, hock dich aber dann nochmal ans Feuer, weil es zieht von dem blauen Zeug ab. Von dem blauen Zeug. Von dem blauen Zeug. Das ist also schwer zu bekommen. Also für uns halt. Ja, wir haben halt keinen Estus-Schad. Wir können ja theoretisch ein Flask in einen blauen umwandeln. Aber das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Aber übrigens, der Tipp, beziehungsweise die Aussage, dass der riesige Baum, der war gar nicht so schwer. Wie viele Bosse schon? Das sind erst zwei, ne? Der Baum und den Hund. Interessant, ja. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das im Moment das Katana nicht besser wäre, wegen Feuer. Ja, ich will das mal ein bisschen. Ja gut, kannst schon machen. Ich weiß nicht, ob man nicht das war sehr schön. Ja, das war in der Tat sehr schön. Alex hat relativ viele Lebensenergie abgezogen. Läuft noch nicht so ganz gut. Es liegt daran, wir sind auch zu spät, ja. Ich habe mir was zu essen bestellt, ja, weil ich Hunger hatte. Oder immer noch hab, ja, weil es ist noch nicht da. Warum ist hier jetzt der Chat abgestürzt? Ich sag's doch, mir fängt an und direkt kommt das Essen. Ja, also ich bin gleich wieder da. Wut! Alter, was war das für eine Attacke? Puh. Verrückt. Ich habe gerade schon gedacht, jetzt bin ich weg. Aber hat ja dann doch noch geklappt. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wo ich hin muss. Dann laufe ich einfach mal in die Richtung. Ah, da hinten ist die Riesenkrabbe. Mr. Krabs. Na, hallo. Nein, kam keiner. Sehr schön. Aber hier müssen ja irgendwo die Gekreuzigten auch rumlungern. Das gefällt mir. Langsam läuft's wieder. Aber vielleicht nehme ich dann doch noch mal ein Tränkchen. Oh, 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 oh. Ich hab ein bisschen. Nein! Ja, das war's. Ich konnte nicht mehr raus. So ein Scheiß.
bin gerade schon fast zweimal gestorben, aber nice. Nur einmal. Nice, du. Ich mache jetzt jeden neidisch, der hier zuguckt. Ich habe einen dicken Burger. Boah, der riecht halt auch schon so ziemlich geil. Habt ihr die Estus? Doch, natürlich. Estus Flask plus 1. Ja. Doch, doch. Oh, aber verrutscht. So, jetzt seht ihr gleich, wie hässlich jemand sein kann beim Essen. Er rutscht! Das wird. Oh. Rutscht er oder? Das wird eine Riesensauerei. Verdammte Scheiße. Ich brauche einen Sabberlatz. Ein Sabberlatz? Mhm. Sabberlatz. So, ich suche jetzt erstmal hier so Küchenrolle. Dann lege ich mir das auf den Fuß und dann stelle ich da einen Teller drauf. Es hört sich so ein bisschen an wie bei. Es wird jetzt für die Nachwelt übrigens aufgezeichnet, dass ich hier ein Burger esse. Ja, das ist doch völlig in Ordnung. Die Nachwelt muss wissen, wo der gute Burger herkommt. Ah, das wissen sie ja gar nicht. Man macht ja keine Werbung. Ich mache ja keine Werbung. Ja, ziemlich lang gedauert heute. Ja, da darf man auch keine Werbung machen. Das geht ja so nicht. Normalerweise ist es schon immer so alle so 15 Minuten. Mhm. 20 Minuten. Ja, vielleicht. Oh, Pilzlies. Wenn ich in der Stoßzeit bestelle. Ich muss mich, glaube ich, kurz wegsetzen. Du musst das jetzt kurz alleine machen, solange ich den Burger, weil das wird hier sonst. Das geht hier schief. Okay. Zack. Die Pilze sind mir lieber. Da kann man ein schönes Omelett draus machen. Pilzomelett. Wobei, das sind ja auch Krabben, oder? Was? Lebt der jetzt noch, oder was? Nee, der ist weg. Gut. Gut, gut, gut. Zack. Hopp. Tippitoppi. Oh nein. Wow. Wow, wow. Das wäre auch schon wieder fast schief gegangen. Aber man muss ja erstmal reinkommen. Ah, da hat jemand Bock hier unten. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ah, da watschelt er. Ah ja, meine Seelen soll ich mitnehmen. Wir müssten eigentlich schon mehr haben. Wissen müssen wir gar nichts. So, ich häng mich mal ab und zu rein, um den Chat zu helfen. Ja, mach das mal. Das ist schon mal eine gute Idee. Oh, jetzt kommen sie wieder zu dritt und ich weiß noch nicht, wo ich dann... Sieh, die machen so Damage. Ah, läuft doch. Läuft doch. Jetzt du noch. Backstab. So, genau so muss es laufen. Ich bin gerade ein bisschen zu ängstlich für das Ganze, glaube ich. Weil die kommen halt doch auch von überall her mit ihren blöden Baumstämmen. Kommt er da ins Bild gesprungen schon wieder? Johnny, der agile Alzheimer-Patient. Wer bin ich? Oh, schön. Langsam haben wir wieder ein paar Seelchen zusammen. So, 1, 2, 3. Ey, zum Glück bin ich aufgestanden. Der Burger ist so zerstört. Ich wurde gerade gepoisoned. Also nicht wirklich, aber war nicht weit weg davon. Ach, der Stoß, der gefällt mir. Top Sache. Sollen wir eigentlich unsere Waffe dann noch verzaubern irgendwie in irgendeiner Weise? Warte mal. Ein Omelettpilz.
Oha, ist da ein Geheimwegchen oder? Ne, das ist, da geht's von oben runter. Genau. Ich brauch die ab jetzt immer, wenn ich Essenspause mach, dann zockst du weiter. Alles klar. Ja, Essen ist wichtig. Oha, du kommst schwer. Gerade, Hannerich. Gerade rechts kommst du. Probier mal bei einem das Katana aus und bei einem das. Guck mal, was mehr Schaden macht. Boah, das war ja drei Schläge. Ja. Das andere, da war echt noch zwei Schläge. Der ist mir lieber. Da gefällt mir aber auch das Moveset besser, finde ich. Also, bin ich ja ziemlich cool. Ist ja eine Bosswaffe. Ist eine Bosswaffe? Zumindest aus einer Bosswaffe. Achso, ah ja, richtig. Top, das mache ich. Ich habe schon 7 Flasks. Ich weiß gar nicht, dass ich so viel tragen kann. Schreit er? Halle, bist du ruhig? Ja. Pommes essen kann ich auch so. Es war ein sehr, sehr geiler Double Chili Cheeseburger. Und ich habe noch einen normalen Cheeseburger. Bin ich alleine schon weiter? Nein. Aber ich brauche für die. Alleine brauche ich ungefähr ein Drittel von der Zeit. Ich darf jetzt nicht sterben, gell? Ich kann jetzt nicht. Ich muss essen. Also, ich habe jetzt allein. Ups. Alleine habe ich jetzt. Alter, das gibt's doch nicht. Ich glaube 4 Stunden, ja, die sind heftiger, die sehen so lappig aus, aber sind sie nicht. Nee, ich hab grad, Wollte ich keinen trinken. Doch, wollte ich, aber drückt. Ich hab grad ungefähr um einen Millimeter habe ich das Ziel verfehlt. Also von der Weide. Blöd, aber jetzt hey. Habe ich mein Küchentuch vergessen. Das hast du vergessen? Hm. Ah, da kommt ja noch einer. Jetzt komm her. Halle. Haben wir ein kleiner Backstep? Nein, heute nicht. So, dafür macht er bei mir. So. Noch ein Tränkchen. Das liegt daran, dass ich gestern halt die ganze Zeit gezockt habe. Was? Ja, dass du jetzt nicht so... Dass ich nicht so agil bin. Ja. Grad, ja. Ja, nicht stimmt. So wie ich, der alte Alzheimer-Patient. Ja, ja. Das sage ich ja schon lange. Alzheimer? Nee, dass du schuld bist. Achso. Ja, ja. Da ist jetzt so ein. Das ist ein Zauberer. Ah ja, das nicht. Der kommt mir gerade recht. Komm ein bisschen schneller, bevor dein Kumpel kommt. Dann will ich dich schon platt haben. Warum schlägt der denn schneller wieder als ich? Weil das so riesen Schmerz ist. Das glaube ich jetzt aber nicht. Bio ist für mich Abfall. Das glaube ich jetzt nicht. Ich finde schön, dass wir nüchtern unseren Charakter nicht so scheiße spielen wie besoffen. Ja, das ist richtig. Das finde ich auch ziemlich cool. Soll ich mal langsam wieder ein Flas kriegen? Ich habe nur noch 4. Das Pass auf, da bin ich ja jetzt schon runtergefallen. Ja, da drinnen, ne? Mhm. War da noch was? Weiß ich nicht mehr. Nicht, dass du bist. Außer einer Kiste. Prinzipiell kann ich sagen, wenn ich nicht weiß, dass da was ist, dann ist da auch nichts. Ach so.
Das ist eine gute Aussage. Mhm. Da ist Feierli. Hätten wir doch eine Pizza bestellen sollen. Das kann man besser essen. Ja, das ist richtig. Wie Pommes. Aha, waren wir hier schon? Ja. Ich bin jetzt hier rechts gelaufen. Da war unten, glaubt die Glut. Die Glut? Soll ich da nochmal runter? Kann ich machen. Ich finde es schön, dass man mich im Großformat sieht, wie ich Pommes fress und du bist versteckt hinterm Mikrofon. Echt, oder? Ja. So. Okay. Also, ich bin in Vollaufnahme beim Pommes essen. Okay, ich gehe glaube ich aus dem Bild. Das ist ja auch das Wichtige, ne? Finde ich. Pommes essen. Das ist wichtig. Ich versteck mich jetzt hier unten. So, jetzt ist das Elend endlich vorbei. Jetzt muss ich bloß noch irgendwie meine Hände sauber kriegen. Der ist ja gar nicht gestorben. Was backt denn der da rum? Guck mal. Kleiner Lifehack von mir. Schau mal. Ja. Der fährt da. Der fährt? Fährt er da hoch? Und dann verschwindet er. Ja, dann ist er faded. So. Frische Tücher und Brillenputztücher sind genau das gleiche. Ja. Bloß, dass feuchte Tücher teurer sind. Ja. Soll ich da runtertroppen? Warst du da unten? Ja, da war ich schon. Da war ein Ring der Opferung. Soll ich da nicht mehr hin? Nope. Tipptopp, tipptopp. Ist ein ganz schöner Scheiß da unten. Weißt du was, warum es bei dir nicht läuft? Hier draußen? Hoppala. Ja, ich hab kein Bier. Ja, nee, daran liegt's nicht. Warst du hier schon? Hier draußen? Ja, ich glaub von da oben habe ich mir anguckt, wo wir sind. Aber ich weiß es nicht mehr, du hast keinen Partyhut auf. Das ist natürlich richtig. Ich geh jetzt. Soll ich runter? Ich habe 9000 Seelen, ne? Ja, gut, aber irgendwann müssen wir auch weiter. Also, ich geh's mal nach runter. Das ist ein Item, da war ich dann anscheinend noch nicht. Ja, anscheinend. Erstmal Gegner-Check machen? Erstmal der Partyhut-Check machen. Partyhut-Check? Oh, wie gut. Golden Falcon Shield. Geil. Na, das probier ich doch gleich mal. Bitteschön. So, jetzt bin ich gepartied. So. Jetzt kann die Sterbeparty hier weitergehen. Aha. Sieht zwar cool aus, ne? Aber kann halt nichts, oder? Nicht so geil. Ah, ja. 60%. Eher so 3 bis 4. Ja, 3 bis 4 trifft's, ja. Ah, dahinter ist auch noch ein Item. Ich hab ein bisschen Angst. Man merkt's. Gesundheit! Was leuchtet denn die Wand hier? Das ist frisch zementiert. Frisch zementiert. Ja. Hatte ich gerade noch Mischer angemacht. Ja. Ah, guck mal da. Boah, die kenne ich ja gar nicht. Der hat aber den Large Club. Was hat er? Und da kommt noch ein zweiter. Lauf mal vor dem bist du weg. Alter. Der rollt aber. Ja, der wird ja überhaupt nicht. Wahrscheinlich null Bleeding. Nein?
Der hat ein cooles Schwert. Allerdings. Tja, scheiße was. Ja. Scheiße was. Du hast halt kein Bleeding mit dem, ne? Dieser Schlag sieht halt schon mächtig aus, ne? Dann da noch schnell aussagen. Ich weiß es. Oh. Ja. Das waren auch deine 9000 Seelen. Die auf deinem Counter sind. Ja? Der muss ja auch irgendwann mal ausgleichen. Man muss es ja ausgleichen, richtig. So, ich habe übrigens noch einen Cheeseburger, den müsste ich auch noch essen. Dann machst du das mal. Er steht aber noch in der Küche. Wo wollt ihr? Da muss ich aber aufstehen. Das ist richtig. Besser hätte ich es nicht sagen können. Nachdem ich gestern so durchgebügelt bin durch das Spiel, läuft heute nicht so. Das hat halt diesen Claymores Schwert. Kampfstil. Moveset. Warum grunzt der eigentlich dieses Schwein? Das ist ein Walking Dead. Ich lauf jetzt mal rechts rum. Da war ich doch schon. Da kommen dann die Krabben und dann kannst du, wenn du weiter reinläufst in den Sumpf, dann bist du voll langsam. Aber kannst schon machen. Nee, dann mach ich's nicht. Da kommt schon. Aber doch, du hast ein bisschen recht, hat echt so ein bisschen was von Left 4 Dead. Bitte. Wie bitte? Bitte. Wolfgang, pass auf! Ach du Scheiße, er hat einen Reifen verloren. War rechts von dir schlauer, ne? Ja, aber erst der, ein nach dem anderen. So, und jetzt der. Immer schiefe Hunde. Das gefällt ihm nicht. Deswegen haben die auch so lange Prügel. Ja. Genau deswegen. Stimmen noch mal. Was? Es sind echt viele Gegner auf dem Weg, aber du kriegst halt auch viele Seelen, ne? Ja. Das stimmt, da geht was. Frisch gebügelt ist halb gewonnen. Beware of Ambush. Wer den Typ da links nicht sieht, hey, der hat ja irgendwie verloren. Hinter dem Baum steht ja noch einer, aber du siehst ja schon die ganze Zeit sein Prügel. Was verbieten, oder?
Aber einfach schlagen können, ne? Hätte ich machen können, aber ich wollte eher stehen. Hat zu gut funktioniert. Wollte ich erstmal länger, aber für alle brauchen und dann sterbe. Alter! Ja, du hättest halt einfach direkt den umkolzt, dann wärst du jetzt nicht tot. Ich glaube, ich bin des Partyhutes nicht würdig. Ja doch, das ist hier Clown Fiesta. Achso, Clown Fiesta. Na gut. Clown Fiesta! Erstmal ein bisschen im Kreis rennen. Bin ich hier lauter. Also jetzt müssen wir echt mal weiterkommen, hey. Ist ja ein Unding gerade. Die geht da richtig drauf steil, die Jungs. Mach's gleich so, ja. Oh, mit Salto. Nimm nochmal Bock auf alle. Ja, nee. Prinzipiell nicht. Man hat ja doch immer die Hoffnung, dass... Lies mal einen Chat vor, da, da steht was Großes und ich bin gerade... so unfähig zu lesen. Diesen Gebiet wurde ich mal von einem anderen Spieler invaded und dann hat er gewartet, bis ich mit den NPCs beschäftigt war, um mich anzugreifen. Nicht mal One Man. Das sind die neuen Dark Souls Spieler, die verbeugen sich auch nicht mehr bei PvP. Andererseits haben wir das auch nicht gemacht. Richtig. Na, immer einfach Ryan. Ryan? Nein, er hat mich bemerkt. Du? Wer hat gewartet, bis du mit den NPCs fertig bist? Ne, der hat gewartet, bis er mit denen beschäftigt war. Achso. Und dann ist er drauf. Mensch, Alexander, ich hab's doch verstanden, wo du uns mir vorgelesen hast. Wo ist denn jetzt der Hunter? Hat er sich das selber jetzt ins Abseits gegrillt? So, Mann. Jetzt kann er doch angreifen. Ja. Natürlich. Ja. Checke dummer nicht. Da krieg ich wieder Brechdurchfall, verbale. Hört sich ungesund an. In der Tat. Das möchte ich jetzt nicht haben. Verbaler Sprechdurchfall. Verbaler Sprechdurchfall ist auch nicht schlecht. Aber es steht ja immer noch dran, wenn man invaded wird, ne? Und was hast du heute so gemacht? Lämm mich zu. Noch nicht, aber gleich. Renn raus, mach ihn, hau ihn um. Das hat er sich so gedacht. Wie hoch ist unser Vigor-Wert? 15. Ah, da wollte ich nicht hinrollen. Ich wollte eigentlich nur aus dem Menü raus. So, der hat jetzt wieder keinen Bock auf den Tisch. Garantiert. Jetzt hat er keinen Bock auf den Tisch. Nee. Ja, ich find's immer geil. Jetzt hat er keinen Bock mehr auf den Tisch gehabt und das bleibt er verstehen. Ah, nee, komm. Ja, das ist einfach. Das ist, geht doch die Äußerung. Volle Aggressionen. Ja, da haust du den Tisch kaputt und dann ist es aber wieder gut. Ja, wenn er weg ist, dann ist es wieder gut. Das wir haben von Nordrand haben weg. Eskaliert, oh. Krass, ja. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben am Anfang das mit den Embers nicht ganz verstanden. Und deswegen haben wir gedacht, oh, Lebensenergie ist ziemlich weit unten. Machen wir das mal hoch. Aber ich bin eigentlich recht froh über unseren Wigger-Wear. Ja, wobei wir ja auch nicht so viel haben. Also, ich bin 15, ist schon okay. Ich finde, unser Lebensenergie-Balken ist auf jeden Fall mal also doppelt so lang wie der von meinem anderen, von meinem Pyromant. Da geht's runter zum Feuer, ne? Ja. Ah, damit kann man auch Schilder wegschlagen.
Also es kostet halt Mana. Oh, das macht uns ja nichts. Ja, es war nur so dieses. Ein Aha-Effekt. Du bist hier lang, gell? Korrekt. Ja, du kannst ja erstmal alles andere noch durchsuchen. Ja, alles andere habe ich ja schon gemacht. Ja, nee, oben waren wir ja noch nicht. Da bin ich geht immer noch nicht hoch. Ich hatte den zu Anfang auf 20 und das war enorm, hat enorm geholfen. Ja, wir sterben ja aber gerade nicht, weil unser Wickerwert so niedrig ist, sondern weil wir dumm sind. Aha. Hier geht's noch runter, naja. Ja. Nee, da drinnen rechts war's. Ja, da ist das Loch. Genau. Da. Genau, aber du kommst ja an dem Loch vorbei. Ja, aber da kommt man trotzdem nicht hoch. Da kommt man nicht hoch. Nein, wie willst du da hoch? Ja, jetzt. Guck, weißt du, das war schon immer, ich habe immer gedacht, da kommt man hoch. Das wollte ich dir damals beweisen, dann bin ich runtergefallen. Ja, das war ziemlich blöd. Wo ist dieser Assi? Aha, da ist er. Die sind wenigstens dämlich, weißt du. Ja, aber da ist noch ein zweiter. Ja. Ja, genau. Oh, ich hasse es. Das hasse ich auch. Wenn das Schwert zu lang ist. That's what she said. Oh, das ist ein Ding. Wo ist da hängen geblieben, das Schwert, ey? Oh, da ist noch einer. Das ist der weiße Hai-Move, den ich gerade mache. Oh, hat doch funktioniert. Das ist doof. Da gönne ich mir mal einen Apfelsaft drauf. Das ist eine gute Idee. Apfelsaft. Und auf der anderen Seite? Das ist doch nicht. Will ich noch den Weg machen. Uns auf der anderen Seite hin? Weiß ich nicht, aber ich gehe jetzt erstmal hier auf der ersten Seite. Ich kann jetzt entweder da rechts oder geradeaus. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich geradeaus laufe, dass entweder ein Boss kommt oder ein Bonfire. Also ich habe das Gefühl, dass es der Weg einfacher ist, wie der, den ich gegangen bin. Ich glaube, hier droppst du nur runter. Ja, da warst du gestern. Nee, da war ich gestern nicht. Da bin ich hier. Ich bin ja hier runter, droppt dahinter. Ja, genau. Gleich. Ich gehe jetzt erstmal hier. Hinlaufen, oder? Ich gehe jetzt erstmal hier entlang und guck mal, was hier so abgeht. Tu es. Man kann ja immer noch zurück. Aber irgendwie habe ich so ein Bonfire-Feeling. Ja, was machst du eigentlich gerade mit dem Sofa? Du ziehst es wohl nach vorne. Okay, vielleicht sieht es doch nach Bossfight aus. Oh. I don't want a boss fight. Verdammt! I called it. Don't call it, Schnitzel! Alter, das ist ein schöner Hut. Na toll. Und auf jeden Fall. Wo ist er hin? Da kommt er. Oh, das ist ein großer Schlag. Ich muss jetzt erstmal hier den Dingern ausweichen, glaube ich. Jetzt, ich kill den einfach und dann. Ja. Die Arena ist zu groß. Oh, kommt da raus. Schön, immer wenn der Ausdauer weg ist, können wir weg. Ich glaube sehr, wo er rauskommt. Wenn er jetzt hier rauskommt, dann weiß ich. Ja. Ha. Verdammt, das war nur der richtige. Oh Mann. Cool. Okay, es reicht. Ah! What? Was ist das? Ich hab den gerade getroffen. Hm. War der falsche? Wir kennen den richtige. Hey, weiß ich nicht. Oh. Na dann. Hast du schon mal gedacht, deine Lebensenergie brauchst, nicht? Ja. Da kann ich ja fast nochmal zum Feuer laufen. Eigentlich schon, gell?
Aber lag das jetzt am Drop oder hat er mich so stark erwischt? Na, der hat dich. Du hast erst am Drop hast du dir ein Drittel abzogen und dann hast du dich noch erwischt und dann nochmal ein Drittel abzogen. So ist sehr gut. Aber ich habe schon 340 Seelen. Das ist doch, weißt du, man muss nicht immer alles negativ sehen. Wenn es auch positiv sind. Och Mann, ich habe dem so viel Schade gemacht und dann verdoppelt er sich und ich war überfordert und dann. Vervierfacht sich sogar. Ja, und er macht einfach. Da macht er dann einfach alles. Auf einmal. Ich glaube, da hätte ich mich ein bisschen mehr bewegen müssen. Ah, der hat was verloren. Vielleicht hat er seinen Stab verloren. Oh ne, Titan Knight Shop. Aber weißt du was, ich muss jetzt doch mir noch den Burger holen, den zweiten. Ja, mach das, nicht, dass du mir da noch verhungerst, schnell bei mir. Vom Fleischfeld. Vom Fleischfeld, ja. So, also nicht stören lassen von meinem Geäse. Ne, ich drehe das Mikrofon extra zu dir. Ja, okay. Damit man dich auch mal hört und dann immer nur meinen dahinter verschwindet. Schon wieder 1000 Seele. Also, der Hinterhalt. Hätte ich fast vergessen. Nein, jetzt kommt eine 2, hey. Was? Ich müsste halt auf die Wände schlagen können. Ja, gut. Natürlich. Er hätte aber auch einen Homeguard bauen nehmen können, ist mir gerade aufgefallen. Ich sag das. Da machst du was mit. Moment, wo sie jetzt sind? Wo bist denn du? Ne, da drüber noch. Über, ja, rechts. Ja. Oben drauf. Genau, jetzt hat. Jetzt kommt er auch noch. Wenn er kommt. Jetzt komme halt ich zu ihm. Oh nein, das sind ja auch zwei. Das glaubst du immer gar nicht, dass sie so schnell sind. Ich brauch nochmal ein Fischetuch. Die liegen auf dem Tisch. Ey, warum können die da eigentlich dreimal was abziehen, wenn die einmal auf dich zurennen? Schau, das Stagger Attack. Stagger Attack? Mhm. Ich dachte, du wärst schon motivierter. Tja, das liegt daran, dass du gestern so lange gespielt hast. So, Freunde, jetzt zeigt euch mal so ein richtiger Clown, wie das funktioniert, ne? Das macht Spaß. Mit der Clown Fiesta. Es liegt an dem Schwert. Das hat aber witzige Sprungattacke. Oh, warum haben wir die jetzt schon? So. Hallo! Das macht aber gar nicht mal so viel Schade. Nee. Du bist ja hier gleich wieder gestorben, ne?
Ja. Ich kürze hier wieder ab. Soll er nicht aufmachen. Oh. Wir müssen mal irgendwie gucken, dass wir... Vom Commander Leichtfuß gelernt. Hä? Hä? Oh, wo ist noch einer? Hm? Ich hab grad zwei Stacks Vergiftung gekriegt, aber es war nur ein Ding, oder? Wow. Wait. Hier sind viele, ne? Ja, ich bin nicht. Kann ich nicht mit da so ein richtiges Vibe machen? Doch, kann ich. Kann ich. Hätte ich aber auch hinkriegt mit dem normalen Schuss. Nice. Den hätte ich nicht. Zwei in ein Skateboard. Weg da. Du bist schon nochmal gestorben? Ja, gleich. Ja, oben. Bei den letzten zwei mit hier. Da. Muss man den Hund hier eigentlich machen? Die was? Die Hund, den Hund hier. Nö, da fällt man weiter. Ah, es geht. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht bist du daran ja gestorben. Nee, an denen jetzt weiter vorne. Ah, die sehen aber auch gefährlich aus. Ja, ja. Muss man denn lassen? Ich finde die sehr gefährlich aus. Die sehen echt aus, als ob aber die. Wir können halt beide. Das ist halt falsch, Mann. Ja, das kann sein. Und zwei von denen, ich sag das. Das sind die Endgegner. Das sind die Endgegner. Die nehmen es. Zumindest deiner. Ja, ja. Der guckt nur blöd, aber bis jetzt pullt er noch, ne? Ja, der ist in Alarmbereitschaft. Der ist echt in Alarmbereitschaft. Au! Aber fast wie geplant. So, dann muss ich Tisch kaputt. Noch nicht. Ich seh ihn nicht. Ich bin mich angepisst. Ich trinke Uso, was machst du so? Jetzt guck, der ist kaputt. Jetzt kann ich hin. Nee, noch nicht. Mit alles geplant sein. Hello. Oh, er konnte nicht mehr rollen, wenn meine Ausdauer, Digga. Oh. Das ist mir vorher die ganze Zeit passiert. Ja, ich wollte so ein Papier hätte nicht mehr dazwischen passt. Tank! Erstmal Schwert an den Kopf geworfen. Der macht so einen richtig schönen, saftigen Sound. Wenn der Backstep trifft, dann trifft. Ja. Das ist richtig. Sahnig. Oh. Feldstahl halt nicht runter, gell? Nö. Aber liegt ein Item. Das liegt da im Sumpf. Das liegt im Sumpf. Ja, da müssen wir irgendwann noch hin. Ja, ja. Jo, genau, den wollte ich anvisieren. Was ist das für eine Logik? Neben dir steht ein Gegner, dahinter steht irgendwo am Arsch der Welt ein Gegner. Ja, alles klar. Den visiere ich jetzt mal an. Das finde ich auch echt ein Manko in dem Dark Souls, muss ich sagen. Ein Manko. Eine Mango. Das ist der Kasus. Ja, wie zum Beispiel Kasus. Kasus. Komm. Ja, genau das auch. So, wo ist jetzt hier unser Pointy Head Mensch? Da ist er. Well, there's a Pointy Head. Aber den hat noch keiner getroffen von denen. Nee, leider. Schade. Okay. So, da ist der andere. Der guckt da. Ja, der ist interessiert, sagen wir mal so. Hat schon sein Interesse geweckt, ja. Dieser Gummizug an dem. An dem Helm. Na, ja, schön. Ich wollte das Schild nicht hoch machen. Hab ich jetzt im Bock. Der ist voll nervig, der Gummi. Ja, der kratzt so ein bisschen, ne? Am Bar. Ja. Licht am Bar. Kann man da auch nicht spielen. Oh, er hat mich bemerkt. Oh mein Gott. Okay. Das interessiert ihn scheinbar. Das so sagen. Nee, der ist wegrennt. Wo ist der? Ah, hier. Der ist schon wieder, hat sich da
Der war auch schon mal da. So, die Frage ist, jetzt gehe ich zum Boss oder gehe ich da rechts noch runter? Hier. Noch einer. Scheinbar gehe ich runter. Die Frage hat sich wohl erledigt. Schön, dass er mich direkt mal von Alt. Aber du kriegst einen Platz. Ja, danke. Alex, weißt du, mit deiner neunmal kluge Sache, das bringt man das Gefühl. Ist aber auch echt stressiger wie die andere. Von der Familie da. Ich glaube auch, dass der irgendwie ein bisschen salty ist. Ja, ich war doch am Arsch, ist der, wie ich mich noch hinzogen hat? Jetzt trinken, klar. Sein Agro-Move. Ey, lässt mich wieder drauf, gell? Ich hätt, dann hätte ich, glaube ich, bei den. Dann hätte ich bei den. Dann hätte ich bei Bando Namka. Ja? Ja. Namen hätte ich dann. Jetzt angerufen. Den hätte ich, dem habe, hätte ich an, den hätte ich angerufen und dann erklärt, dass das total random ist, was hier passiert. Was kann denn der? Was haben wir eigentlich hier? Irgendwie haben wir von dem noch nicht so richtig was gemerkt, ne? Was kann denn der Sage Ring? Shorten Spellcasting Time. Ja. Yeah. Vielen Dank fürs Gespräch. Verdammt, jetzt komme ich auch noch hier unten raus. Ja. Mr. Krabs. Vorne liegt aber auch noch ein. Wozu? Aha, wieder Nebel. Was? Wo ist Nebel? Nö, es hat nur 16. Ja. Ja gut, dann gehe ich mal zum Boss, ne? Ja. Wenn es der Weg ist. Sorge, weiß, was ich mache. Chim-Chimini, nimm. Sorge. Das ist jetzt traurig. Ruhe bewahren. Aber irgendwie mussten wir jetzt von hier ja auch dahin kommen, wo das Item liegt. Weil jetzt sind wir ja eine Stufe höher. Achso, das Item? Ja, dieses Item. Ah. Ja. Okay. Also ich lass mich überraschen. Okay, vielleicht waren wir doch nicht drüber. Das hier rechts. Das da. Ach so. Ja, soll ich jetzt den Boss nochmal machen, oder was? Ja, wenn du willst. Gut. Hab ich Bock drauf. So fancy shit da. Laufen wäre ein Bossfight. Ich mach's einfach mal. Ja. Muss halt nicht weit kommen. Boah, der schießt Artillerie nach mir. Nicht nur. Oh. Ey. Jetzt sind wir doch keine Scheiße, wer sind wir denn falsch? Ja, das war mein letzter. Wo ist er? Wo ist er? Gut. Thank you.
war doch richtig, oder? Nee. Ich weiß halt mal, wo die alle sind. Das ist der richtige. Ja, echt. Haben wir welche drin? Ja. Tschüss! Tschüss, du Betrüger! Das machen wir jetzt so lang. Dann nehmen wir immer die Seele zumindest bis dahin. Ja, das reicht ja nicht mal für ein Level. Doch. Was? Echt? Eins reicht. Welcome home, speak very well. Then touch the Hegnar. Nein! Oh, ihr touched my Talala. Ja, da mache ich jetzt aber. Da poppe ich jetzt eine Seele. Oder ich könnte aber auch noch ein paar Homeguard Bronze vertragen. Ja. Ja. Ja, sind wir schon da. Poppen wir mal hier die da. Das sind nur 100. Ne? Nee, jetzt reicht. Ja, für ein Level, aber halt. Wobei, wir haben noch zwei Homeguards. Man wählt ja dann eh nicht Last Bonfire aus. Nein. Was machen wir hoch? Ich würde mal Dex hoch machen. Oder? Ne, Dex haben wir jetzt 20. Ich bin echt dafür, dass wir Vigor auch hoch machen, weil ein größerer Lebensenergiebalken ist immer schön. Und es macht halt richtig viel hoch. Und es macht Magic Defense um 1 hoch. So. Gekauft. Dann geht's jetzt weiter. Ich überlege gerade noch, ob wir irgendwelche andere Wege noch hätten, theoretisch. Müssen wir mal eine Pause machen, ne? Nö, noch nicht. Ah, okay. Du hast das im Blick. Ja. Um 21:20 Uhr. Also haben wir noch 10 Minuten. Einmal sterben geht noch. Einmal sterben. Mir fällt jetzt aber direkt auch nicht nochmal ein Weg ein, wo man lang könnte, ne? Ist eigentlich über uns auch sehr schön. Den habe ich noch mal dreht. Dass man es da nicht hinkriegt, ohne so Energie abzukriegen, hier runterzufallen. So, den haue ich jetzt mal mit Consecutive Attacks. Macht natürlich irgendwie. Es tut gar keine Lebensenergie dazu machen. Die haben uns belogen. Die haben uns ein Item aufgeschwätzt, ja, das einfach nur scheiße ist. Scheiß Gräber müssen jetzt mal weg. Mit solchen Aktionen kommt man sich dann doch immer schon gut vor, ne? Mhm. Das reicht halt nicht. Das ist nur so Aktionen zu machen. Oh, ich habe es zum Boss überlebe. Ja, bis zum Boss habe ich es jetzt schon zweimal geschafft. Ja. Oh, ich dachte gerade, irgendwas grunzt. LOL. Wenn er macht, dann nehme ich ihn an. Mhm. Oh. Vielleicht sollte man auch gucken, dass man vielleicht irgendwelche Items reinmachen, die ein bisschen mehr Magic Resistance haben, ne? Ja. Wenn wir sowas haben. Wow.
Das finde ich schon ein schöner Schlag. Mhm. Aber der andere ist noch schöner. Der. Ja, den finde ich einfach. Also klasse. Richtige Penetration. So richtig in Unterkiefer. Oh, war das so geplant? War so geplant. Nee, ich geb's zu Basten. Ah, übrigens macht man Sprungattacke, wenn man aus dem. Wenn man rennt. Mhm. Ja, diesmal sieht's mir sogar einen an, den ich wollte. Kuckuck! Hat irgendwas gegen die Wand? Gut, ich wollte wegrollen, aber es hat lieber nochmal geschlagen. Ah, der hat's überlebt. Ich wollte Style-Punkte, aber hat nicht ganz funktioniert. Naja. Ich hätte noch nach Magieresistenz-Ausrüstung gucken können. Ja. Kommt immer da, wo kein Eis ist. Oder? Das kann sein. Warte dort jetzt, ne? So bin ich noch auf der richtige. Ja? Bestimmt, oder? Ja, wo ist jetzt kein Eis? Das war der richtige. Gönn mir schnell ein. Okay, weiß auch nicht. Ich glaube, der Artillerie. Och nee, ey! Fliegt da durch ihn durch, so ein Scheiß, Mann! Nerv ich, ja. So ein Hals! So ein Hals! Es ist Pausezeit. Pausezeit? Jetzt, also. Alter, gucken wir uns das nochmal an. Ich hab das echt gut gemacht bis dahin. Ja. Und dann fliegt einfach durch den durch, so ein beschissenes Ding. Bis dahin war's echt top. Naja, wir machen kurz 5 Minuten Pause. Bis gleich.